Ich bin Guillermo. Ich bin 30 Jahre alt. Viele Leute in dieser Stadt denken, dass ich Pep Guardiola bin. Aber ich bin nicht. Seit Anfang Juni ist er nicht mehr nur Guillermo, sondern auch Pep Guardiola. Zumindest ein bisschen. Ein Freund von mir hat mir dieses Foto bei WhatsApp geschickt. Und er hat mir gesagt, hey, kennst du, du bist in Facebook, du bist in Twitter, warum? Auf einem Foto in der Münchner S-Bahn sah der 30-jährige Spanier dem neuen Bayern-Trainer zum Verwechseln ähnlich. Es machte ihn berühmt, nicht nur in München. Meine Kollegen, meine Freunde von Spanien haben mir angerufen, du bist hier in der Zeitung. So, ich war in der Zeitung hier in Deutschland und also in Spanien. Das ist ganz verrückt. Verrückt vor allem die Gemeinsamkeiten zwischen Guillermo und Pep Guardiola. Beide sehen sich ähnlich. Beide sind Spanier. Beide lernen seit knapp 5 Monaten Deutsch. Und für beide ist München im Jahr 2013 die neue Heimat. Wenn ich kann diese Möglichkeit zu eher treffen, ist okay. Aber ich denke nicht über das. Ein Treffen eher unwahrscheinlich. Aber in der Sebener Straße schlüpfte Guillermo perfekt in die Rolle des Pep Guardiola. Fotos mit Fans. Eine Exklusivrundfahrt über das Trainingsgelände. Und zum Schluss Kicken auf dem Rasen. Alles nur Übung für den Ernstfall. Wenn er kommt zu hier, vielleicht mehr Leute kommen zu mir. Messi. Eines ist sicher, üben muss Guillermo nicht mehr. Denn den Pep hat er jetzt schon drauf.